Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Titanfall 2. Wir haben ja jetzt zuletzt den Kane hier besiegt. Ich durfte das, hatte gerade das Vergnügen, ihn noch einmal zu kaputt zu machen, weil er wohl hier nicht zwischengespeichert hat. Also, wir werden jetzt einfach mal gucken, was der Kane hier zu sagen hat, beziehungsweise das. Die Helmfunktion von dem soll ja noch funktionieren. So, und wir schauen jetzt einfach mal, was so passiert. Kommunikation hat in der Militärgeschichte eine lange Tradition. Das kommt uns zugute. Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben. Scheint ja eine nette Dame gewesen zu sein. Ja gut, wahrscheinlich hätte ich hier eigentlich den nächsten Part dann aufhören sollen. Habe ich wahrscheinlich ein bisschen blöd geregelt. Naja, halb so wild. Ich hoffe, euch gefallen auf jeden Fall unsere neuen Intros und Outros. So viel schon mal dazu. Die wurden von einem netten Kollegen gemacht, dessen Seite wir auch bei unserem Kanal verlinkt haben. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir spielen jetzt mal weiter. Ich habe auch selber lange nicht mehr gespielt jetzt, seit dem letzten Part. Das ist auf jeden Fall schon wieder ein paar Tage her. Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Gut. Major Anderson hat diesen Weg genommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. Ja, BT, du bist auf jeden Fall nicht mehr in Flammen. Das ist sehr gut. Gibt's da irgendwas? Soll ich in dich hinein? Oder sollen wir einfach mal gucken, aber hier scheint es nichts zu geben, ne? Nicht, dass wir hier irgendwie so ein verstecktes Objekt übersehen. So, ja komm, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann steuern wir doch den BT selber. Das macht ja am meisten Spaß. Obwohl, ich finde auch so normal zu spielen macht auch ordentlich Laune. Aufpassen. Dieses ganze Hin- und Her-Sliden und die Wall-Runs ist schon sehr cool. Und oh doch, da komme ich hoch. Was ist das hier? Was machen wir? Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Okay. Das sieht hier alles so leergefegt aus. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Hier ist ja jetzt auch so. Was ist das denn wieder? Ach, eine neue Waffe. Scorch. T203 Termitwerfer. Granatwerfer. Riesige Termitgranaten, die das Einschlagsgebiet in Brand setzen. L1 Hitzeschild. Schmilzt Projektile ein und fügt Gegnern in der Nähe Brandschaden zu. Dreieck ist die Brandfalle, füllt einen Bereich mit entzündlichem Termitgas. R1 ist die Feuerwand, feuert eine zielgerichtete Termitwand ab. Und nach unten ist das Feuersystem, Termitschockwellen, die Ziele entlang ihres Weges einhüllt. Schauen wir doch mal, was die Waffe so kann. Ja.
gut, das war wohl der vorherige Titan, den die gehört hat. Ash, ihr Blisk, komm, over. Hier ist Ash. Was gibt es? Kane antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Töte ihn. Verstanden. Ash out. Okay, Ash. Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten, Captain Lestimosa, verantwortlich. Ach, was. Nee. Ja, dann müssen wir den ja auf jeden Fall rächen, ne, BT? Ja, es wundert mich gerade, dass es hier noch so leer gefegt ist. Irgendwie mag ich das nicht. Was werden hier Weihnachtsbäume verkauft? Also, na, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich mir hier einen Weihnachtsbaum zugelegt. Oh, ich muss euch kaputt machen. Alles klar. Probieren wir mal R1 aus. Okay, das ist also. Ich muss aber sagen, die andere hat mir gleich auf Ruhe. Das macht auch ordentlich Bums, wenn man damit dann treffen würde. Aber dieser Einzelschuss gefällt mir nicht so gut. Auch wenn es bei der anderen Waffe auch war. Wo bist du, hä? Ich mach euch alle kaputt. Ach, hier sind Tannenbäume im Weg. Alter. Wo, was, wie? Geht auch nicht so weit, ne? Ja, gut. Die Waffe ist zwar auch cool an für sich, aber. Oh, okay, boah, jetzt muss ich aber mal. Ja, gut. Da haben die natürlich extra das so gelegt, dass das hier drin, dass man das machen muss. Kann es sein, dass ich mir selber damit Schaden zufüge, wenn ich da durchlaufe, oder. Ey, was war? Ich wurde einfach platt gestampft. Vom Tannenbaummacher wahrscheinlich. Der die ganzen Sachen da fällt, oder. Ich hab keine Ahnung. Okay. Ja, da haben wir es noch einmal gesehen. Gut, ich. Oha, okay, ja. Da wandern wahrscheinlich gerade die ganzen Tannenbäume durch. Wunderbar getroffen. Was ist denn hier jetzt? Seite? Achso, okay, ja. Und jump! Und tschüss. Und tschüss. Sonst noch wer, der Stress haben will, ohne Grund. Obwohl, ich habe einen Grund, ihr greift mich ja an. Brauchst du dich nochmal? Nö, ne? Gut schon. Da sind noch mehr Tannenbäume, ne? Kommt da jetzt noch was runter oder nicht? Ja oder nein?
geortet. Greife an. Milizteilen? Na, okay, das bin ja ich. Ein bisschen vergessen, für wen ich überhaupt arbeite. Ich bin eigentlich Freiberufler, Söldner. Je nachdem, wer mir am meisten Geld gibt. Glückspilz. Ich kann mich doch nicht auf alles hier konzentrieren. Das juckt mich. Mann, ey. Stampfstich hat's gehabt. Meine Oma schießt präziser. Jetzt aber. Geht doch. Mann, ey. Ja. Ich kann das so schlecht einschätzen, weil diese Flugbahn davon so komisch ist. Weil dieses Projektil ist ja sehr schwer von dem Granatenwerfer und dadurch... Oh nein, ist die Flugbahn halt echt kacke. Und da ist halt der Tone, dessen Waffen wir auch haben. Dessen Waffe ich ja schon, ehrlich gesagt, ein bisschen besser finde. Noch einhalten, jetzt habe ich mein Feuersystem. Ups, wollte ich nicht. Noch einhalten, hä? Warum nicht? Oh. Eigentlich wollte ich nur einen haben. Oh, das macht aber eher krassen Schaden. Vor allen Dingen sehr auf die Fläche. Okay. Ich bräuchte trotzdem ein bisschen Deckung. Oh nein! Ah, da kam ich nicht um die Ecke rum. Na gut. Ja. Meine Feuersalven sind immer noch bereit. Starten wir direkt. So. Und noch eine hinterher. Jetzt aber habe ich es richtig gemacht. Ah, dieses Feuersalven-System ist echt krass. Also, das macht schon Bock. Ansonsten finde ich die Waffe jetzt auch nicht so cool. Hopp, bleib stehen. Ja, krass, der arme Wicht. Ah, so wie du. In der Ecke. Verbrennst du. Elendig. So wie du. So. Neues Titan-Loadout. Brute. Oder Brute. So nenne ich es jetzt auf jeden Fall. Vierfachrakete. Raketenwerfer. Primär. Feuert 4 Raketen gleichzeitig ab. Sekundär. Automatische. Einzelrakete. L1. Vortex-Schild. Ich glaube, das kennen wir schon. Blockt Beschuss und wirft ihn danach zurück. Dann Dreieck ist VTOL. Schwebeflug, okay. Schwebeflug für Senkrechtsstart. Mhm. Werden wir gleich mal ausprobieren. Dann R1, Multiziel-Raketensystem. Halten und automatisch mehrere Ziele gleichzeitig zu erfassen. Dann nach unten ist schwebe und feuere auf Gegner unter dir Raketen ab. Boah, das klingt aber auch schon echt krass, aber ich weiß nicht, ob ich dafür skillig genug bin. Also Vortex Shit kennen wir und jetzt... Okay. Ja, cool. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage.
Kann Sie finden das Bedienfeld über ihr HUD. Kann ich wohl ein bisschen fliegen. Gute Idee. Danke, Pilot. Gar nicht gemerkt, dass er da noch eine Antwort von mir wollte. Okay. Ja, was? Da stand ja irgendwas von Primär. Und dann Einzel. Also, Primär war ja diese Vierfachraketen und Sekundär. Wie mache ich denn Sekundär? Muss ich das irgendwie extra machen oder automatische Einzelraketen? Okay. Weiß ich nicht, ob der das jetzt irgendwie automatisch dann abfeuert, diese Einzelraketen noch, oder... na gut. Scheint so, als müsste ich hier aussteigen und da hinten einen Wall-One machen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt nicht... Was? Achso, ja, mach du mal. Ich werde hier uns... Ohne den Lastenaufzug kommen wir nicht weiter. Ich markiere die Position des Bedienfeldes auf ihrem HUD. Also... Also macht das auf jeden Fall schon wieder mehr Spaß. Ich liebe es ja hier so schnell rumzulaufen und zu ballern. So, was haben wir denn hier? Splittergranaten. Packen wir ein. Oder wo... Splittergranaten oder Wurfsterne? Wir nehmen die Splittergranaten. So, halten, um Lasersystem zu aktivieren. Lastenaufzug, entschuldige. Okay. Aber dieses Mal dürfen wir wieder zurück, ne? Das ist nett. Pilot, brauchen wir Unterstützung. Warnung, Warnung. Unbefugter Titan. Oh nee. Was soll ich machen? Melde Sicherheitsverletzung. Verladebucht 13. Over. Roger, Kappa 3 unterwegs. Nein, BT. Ich kann mich nicht befreien. BT. Es tut mir leid. Ich kann dir nicht helfen. Ja. Und tschüss. Dann, ja, war schön mit dir. Ich folge dir. Na gut, damit habe ich aber mal gar nicht gerechnet, dass mir jetzt mein BT doch geklaut wird. Dabei habe ich mich doch gerade erst mit dem angefreundet. So ein Dreck aber auch. Aber war ja eigentlich klar, ne? Das letzte Mal, wo wir was aktivieren mussten, mussten wir uns von dem trennen. Jetzt müssen wir uns gezwungenermaßen auch wieder von ihm trennen. Ja. Pilot, Pilot, das Übliche. Unterstützung. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg. Weniger Arbeit für uns. So, kann ich vielleicht weiter hinterher? Nö, ne? Ich darf nicht mehr weiter hinterher. Wo muss ich jetzt lang? Oh, nee, oder? Okay, warte mal kurz. Ich, gut, genug Muni, läuft. Alles klar. Dann Wall One. Ja, du wurdest da entlang gebracht, ne? Oh, ich hasse Rohrleitungen, ne? Also zumindest da drüber zu laufen, das ist... Oh, ich habe immer Angst runterzufallen. So. Pilot, Cooper, falls Sie mich hören, ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. Wie komme ich zu dir? BT, wie komme ich zu dir? Folgen Sie den Rohren in die unteren Ebenen. Warnung, verliere den Kontakt.
Habe ich nicht gerade noch gesagt, ich hasse die Rohre. Ja, folgen Sie den Rohren. Erinnert mich an Harry Potter. Ich mag keine Spinnen. Wir müssen nur den Spinnen folgen. Einmal einen Helm gefunden. Dann wieder zurück. Genauso gekonnt. Ah, das ist ja easy hier. So, Rohre. Ah ja. Welchem Rohr soll ich denn folgen, BT? Dem hier nach unten. Dem Rohr oder dem Rohr. Ja, ich weiß, ich muss ein. Boah, das wird aber ein richtig cooler Wallrun, wenn ich das so richtig sehe. Oh, 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 oh. Und alle hopp. Ja, krasse Sache, ey. Also das. Ich hab's ja echt schon oft genug gesagt, aber das haben die in diesem Spiel echt sehr cool gemacht mit den Wallruns. Es spielt sich einfach super flüssig und ich muss jetzt hier runter. Ich muss doch nicht da runter. Kann ich nicht da durch die Wand? Irgendwie, irgendwo. Nö. Ich muss da runter, ne? Oder da hoch. Ich muss da runter. Okay, ist doch nicht so tief, wie ich dachte. Kein feindlicher Gegner? Ja, ich... Oh, was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Also, ich dachte, Wallrun da und dann Jump, oder? Oder einfach normaler Jump. Schaffen wir das nicht, ne? Normaler Wallrun und dann Jump. Ja. Ja, in dieser Anlage wird es von allen Zielen verschlossen. Seien Sie vorsichtig. Störskarte. Ja, tauschen wir mal. Was bist du? Oha. Okay. Was ist das für ein Visier? Irgendwo hier muss ich noch, ja. Oh, Rutschpartie! Wow. Wir sind für diesen Einsatz total überqualifiziert. Keine Ahnung, warum wir uns von diesem Simulacrum Befehle erteilen lassen. Ich glaube, das sind Granaten. Ach. Gegner, meinte ich eigentlich. Das ist aber mal ein cooles Gewehr. Ich habe einen Titan der Vanguard-Klasse. Was ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit seinem Piloten? Um den kümmern wir uns bereits. Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zunutze machen. Mensch, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstör den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Blisk out. Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle, Sie folgen den Plattformen. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Ja, wollte ich gerade mal so fragen. Muss ich jetzt hier einfach so die ganze Zeit draufbleiben? Ja. Bleiben wir einfach mal hier. Oh, aha! Ja, da ist er einfach hinter mir. So ein Wichser. Als Roboter, ey. Na komm, zeig doch nochmal dein schönes Gefühl. Ja. Bist du nicht? Komm auch zu dir. Boah. Ah, der ist ja besser als jede Granate geflogen.
Ich bräuchte auf jeden Fall irgendwie mal so eine Karte, dass ich sehe, wo meine Feinde sind. Okay, das macht ja nicht so viel Sinn. Da laufe ich lieber nicht drüber. Schild aufbauen, Alter. Der Wichser. Ist so ein halber Titan gewesen, ne? So ein Möchtegern. Der es aber nie geschafft hat. Wo war der? Warst du das? Ja, ne? Ja. So ein Armleuchter einfach nur. So, die. Dann wohin jetzt? Wohin? Wohin mit unserem Leben? Ah, verstehe. Oh, oder auch. Ah. Nein. Ach, Mann. Ja. Ich hab's auf jeden Fall richtig gedacht, nur falsch gemacht. Gut. Ich starte jetzt aber nicht wieder von vorne, ne? Ne, okay, da vorne wollte ich hin, da bin ich. Okay. Gut, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut setzen, damit die Folge auch nicht zu lange wird. Deswegen sage ich noch schon mal vielen Dank fürs Einschalten wieder. Und, ja, wie gesagt, schaut weiterhin fleißig unseren Kanal, lasst uns Likes da, Abos und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar. Wenn wir was besser machen sollen, könnt ihr uns das auch Bescheid sagen, wenn ihr Tipps für uns habt oder sonstige Sachen. Wir sind für jede Hilfe dankbar. Und ja, mit dann danke wieder fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.